Ich habe wahrscheinlich niemals über ein anderes Thema so viel geschrieben in meinem Lokalteil und im Mantelteil der Badischen Zeitung. Bin jetzt 42 Jahre mit befasst und das ist alles lebendig. Weil dieser Fall in meiner journalistischen Laufbahn einfach eine Alleinstellung annimmt. Nach den bisherigen Ermittlungen kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben. Was passiert ist, ist zum Datum der deutschen Nachkriegsgeschichte geworden. Der Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest, sogar die Uhrzeit zählt dazu, Punkt 22.18 Uhr. Bei einer schweren Explosion auf dem Münchner Oktoberfest sind nach bisher vorliegenden Meldungen mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen und etwa 40 verletzt worden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte, wahrscheinlich sei eine Sprengladung in einem Papierkorb am Ausgang der Theresienwiese detoniert. Es waren 13 Leute tot und es waren 250 verletzt und davon 80 schwer verletzt und sind bis heute geschädigt, amputiert worden und ein Vater hat beide Kinder verloren. 3:30 oder sowas hat mich ein Stadtrat angerufen, der war früher informiert als Stadtrat und hat gesagt, du stell dir vor, es war der Gundolf Köhler. Wo haben Sie so damals die ersten Gesprächsfetzen über dieses Attentat aufgegriffen? An für sich erst, als wir da in Mitwitz, das ist bei Coburg, mit dem Kirchenchor waren und als wir in den Bus wieder einstiegen, kamen Nachrichten und da ist der Name gefallen. Es war Totenstille auf der dreistündigen Fahrt nach Donaueschingen. Niemand hat geredet, sein ehemaliger Klassenlehrer war auch dabei. Furchtbar. Mich bewegt es heute noch. In der Nacht zum Sonntag haben wir einen extra Druck gemacht in Donaueschingen, haben den am Sonntagmorgen verteilen müssen, weil es ja die Tatsache, dass ein Donaueschinger dabei war, vorsichtig sagt, das ist ja erst dann am Samstagabend dann sicher gewesen. Es war ja eine Woche vor der Bundestagswahl. Und Franz Josef Strauß war Kanzlerkandidat der Union. Und da hat man gesagt, es läge natürlich, die RAF gab es damals noch, und es läge natürlich näher, dass die versucht haben, da diesen Anschlag zu machen. Konkret hätten sie sagen müssen, es waren nicht die Linken, sondern es waren die Rechten. Und stattdessen hat man gesagt, die Rechten, also in der politischen Nähe des Kanzlerkandidaten, durften es dann gar nicht gewesen sein. Dann hat man sofort gesagt, das war der Gundolf Köhler, der Einzeltäter. Wie gesagt, etwa 2 Jahre hat er einen Artikel geschrieben. Er war nicht Mitglied meines Mitarbeiterteams. Ich habe ihm keine Aufträge gegeben, keine Termine machen lassen. Aber ich habe halt, wenn es halbwegs wertvoll schien, habe ich gesagt, okay, dann drucken wir das wieder ab. Die BZ galt ja damals und auch heute noch als liberale Zeitung, also nicht als rechte Zeitung, die ihm vielleicht besser gefallen hätte, sondern als liberale Zeitung. Und da wäre ja dann Raum gewesen, thematischer Raum, dass er bei uns sich rechts geäußert hätte gegen die Zeitung, rechts geäußert hätte, aber es ist nie ein einziges Wort gefallen in der Redaktion zur Politik. Gerade spezielle Themen beim Dritten Reich war sehr stark interessiert und hat sich auch sehr stark beteiligt am Unterricht. Auf jeden Fall vermehrt beteiligt, mehr beteiligt als in anderen Themen. In der Quarta hatten wir Geschichte, das ist ja das erste Jahr Geschichte gewesen. Er fiel nicht auf. Es war eine normale Klasse, keine 30 oder 25. Und ja, ich traf ihn dann später wieder in der Obersekunda. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Rätsel. Gerade wenn man als Lehrer 3 oder dann insgesamt 4 Jahre mit einem jungen Menschen zusammen ist.
man fragte sich selber, was haben wir falsch gemacht? Ich weiß nicht, was die Nachbarn mitgekriegt haben oder was die Mitschüler wussten. Nach dem Attentat hat die LKA oder Soko haben im Keller untersucht und haben angeblich Materialien gefunden, die sich mit den Materialien der Bombe zusammenbringen lassen. Von der Wehrsportgruppe Hoffmann wusste man schon aus Veröffentlichung der Zeitung, auch dass Gundolf Köhler Verbindung dazu hatte, wussten wir nicht. Das war ja immer außerhalb Donaueschingens. In Donaueschingen ist er nicht aufgefallen. Die Eltern hat auch niemand in Haftung genommen. Man war solidarisch im Leid, das der Sohn angerichtet hatte. Allerdings damals schon, und dazu stehe ich auch, ich habe schon am Dienstag, also am Montag war die große Berichterstattung und Rebmann Originalton, und ich habe schon am Dienstag einen Aufmacher geschrieben, Gundolf Köhler als Alleintäter, Fragezeichen. Der eigentliche Schlag gegen die Erwartung, die gehen dran und suchen Hinterleute, war schon im Juni, glaube ich, 81, als die Soko aufgelöst wurde. Es war Dauerthema und es ist ja immer zu den Jahrestagen immer wieder dran erinnert worden, und es ist wachgehalten worden durch den Kollegen, Journalistenkollegen Ulrich Chaussy aus München, der mittlerweile seit 40 Jahren daran arbeitet, zu sagen, es muss ermittelt werden. Es kann nicht sein, dass die rechte politische Seite sagt, Gundolf Köhler allein war es, er hatte keine Hintermänner, nur halt so ein Verrückter aus Donaueschingen. Das hat die Menschen schon auch betroffen gemacht. Gundolf Köhler, ein 21-jähriger Bursche aus Donaueschingen, hat angeblich eine Bombe aus militärischem Sprengstoff gebaut, ohne Hilfe. Ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, konnte durch alle Sicherheitsnetze hindurch das Attentat auf die Wiesen verüben? Was glauben Sie denn, wie es gewesen ist? Für mich ist Gundolf kein Alleintäter. Ich habe eine Theorie, dass was passieren könnte. Nämlich die Theorie, dass irgendeiner auf dem Sterbebett noch was sagen wird. Einer, der dabei war und der es sich vielleicht von der Seele reden will. Köhler war natürlich dabei, aber tut er mir irgendwo noch leid, dass er jetzt als Alleintäter dasteht. Insofern kann man sich mit ihm schon auseinandersetzen, aber dann kommt man natürlich sofort an die Grenze dessen, was passiert ist und was halt in diesem Augenblick mit seinem Zutun passiert ist, auch wenn es möglicherweise von anderswo ausgelöst wurde.